Tanja Nachbauer von der Tierhilfe Vorarlberg. Ihr habt am 15. Juni einen Tag der offenen Tür. Was ist der Anlass? Ja, wir, die Tierhilfe Vorarlberg, haben am 15. Juni einen Tag der offenen Tür geplant. Und wir freuen uns natürlich recht herzlich, alle Mitglieder unseres Vereins, Interessenten und natürlich Familien mit ihren Kindern bei uns begrüßen zu dürfen. Ja, nach der Generalsanierung und der baulichen Erweiterung sind natürlich die Renovierungen abgeschlossen. Und wir freuen uns sehr, alle über unseren Hof zu informieren und unsere Stallungen zu zeigen. Wir haben eine Menge Tiere an unserem Hof, also angefangen von Enten, Hühnern, Ziegen, Gänse, Pferde. Wir haben einen Ochsen, wir haben eine Kuh, wir haben einen Stier, wir haben einen Esel, ja, und viele, viele mehr. Wie ist denn der Ablauf des Tages des offenen Türs? Also um 11 Uhr ist die Eröffnung und die Begrüßung von Landesrat Erich Schwärzler. Da freuen wir uns wirklich sehr. Dann beginnen die Einweihungen von den Stallungen und danach gibt es eine kleine Party. Und ich möchte mich wirklich recht herzlich bedanken, weil das Ganze lag an mir, Sponsoren zu finden, die uns ein bisschen unterstützen, uns unter die Arme greifen. Und ich habe es mir wirklich schwer vorgestellt, aber es war wirklich einfach. Seit wann gibt es denn euer Projekt schon? Ja, da muss ich ein bisschen weiter ausholen und zwar zu unserem Obmann Rudi Längle, der wirklich das größte Herz überhaupt für Tiere hat. Er hat 1998 ein Projekt gegründet, 2006 wurde dann die Tierhilfe Vorarlberg ins Land gerufen und 2011 haben wir dann in Doren das passende Areal gefunden für die ganzen Tiere. Wenn man euch jetzt unterstützen will, was hat man für Möglichkeiten? Es gibt Patenschaften, also es gibt Vollpatenschaften und Teilpatenschaften. Der Grund dafür ist, wenn man sich vorstellt, wir haben einen Ochsen auf dem Hof und es ist wirklich sehr imposant und beeindruckend. Das Tier hat über 1000 Kilo, also über eine Tonne, ist über 2 Meter lang. Und so ein Tier frisst im Monat etwa 120 Euro an Heu nur. Und das ist natürlich viel für einen Privatmensch, sage ich jetzt mal, 120 Euro pro Monat zu finanzieren. Darum gibt es die Möglichkeit, eine Teilpatenschaft abzuschließen. Also ich sage einfach, okay, dann unterstütze ich die Tierhilfe Vorarlberg mit 20 Euro und somit ist das Leben unseres Ochsen malisch oder sein Leben gewährleistet. Tanja Nachbauer, warum unterstützt du die Tierhilfe Vorarlberg? Ja, für uns ist es ganz wichtig, vor allem auch für mich. Es ist ein persönliches Anliegen, dass ganz, ganz viele Kinder zu uns auf den Hof kommen und sehen, ah, da kommt meine Milch vom Frühstückstisch her, da kommt das Spiegelei und auch der Speck kommt her. Also es ist ganz wichtig, dass die Kinder sehen, das ist von einem lebenden Tier. Das Tier hat ein Herz, das kann man anfassen, das hat Gefühle, dass man einfach bewusster lernt, damit mit Lebensmitteln umzugehen. Und ich würde es mir auch wünschen, dass der Erwachsene auch ein bisschen bewusster damit umgeht. Uns geht es gut, jeder hat den Schnitzel zum Mittag auf dem Tisch stehen und wenn man sich nur einmal fragt, wo kommt es her, von der Haltung über den Transport bis hin zur Schlachtung, das wäre mein Anliegen, einfach bewusster mit den Lebensmitteln umzugehen.